Ein Chili con Carne oder wie in meinem Fall ein Chili sin Carne, weil es ohne Fleisch hergestellt ist, ist jetzt nicht das Schönste, was man aus der Küche hervorbringen kann, aber etwas wirklich Leckeres und Sättigendes. Meins ist mit Quinoa und Kartoffeln anstelle des Fleisches zubereitet. Und ich wünsche euch viel Freude beim Zuschauen. Kocht es unbedingt mal nach. Es ist nämlich jetzt zu dieser Jahreszeit ideal, abends zu essen. Und am nächsten Tag auch, denn es bleibt immer genug übrig für den nächsten Tag. Wir setzen einen großen Topf auf dem Herd, stellen den Herd an und geben etwas neutrales Öl in den Topf, ungefähr 1 bis 3 Esslöffel. Sobald das Öl etwas erhitzt ist, geben wir eine klein geschnittene Zwiebel und 2 gepresste Knoblauchzehen hinein. Zwiebel und Knoblauch werden etwas angedünstet, dann folgt eine klein geschnittene Chilischote ohne Kerne. Ihr könnt aber auch mit Kerne eine verwenden. Außerdem kommen 2 klein geschnittene Paprika hinzu. Ich verwende eine rote und eine grüne. Und 300 Gramm geschälte und klein geschnittene Kartoffeln. Das Gemüse lassen wir jetzt für ungefähr 2 bis 3 Minuten ordentlich andünsten. Nach dem Andünsten folgen 200 Gramm weißer Quinoa. Ganz wichtig, der muss vorher einmal ordentlich abgewaschen werden, bevor er in den Topf kommt. Ein bisschen Flüssigkeit hinzuzugeben, 500 Gramm passierte Tomaten. Und 700 Gramm Wasser. Kurz umrühren und dann mit Salz und Pfeffer etwas würzen. Sobald es im Topf einmal ordentlich aufgekocht ist, stellen wir die Temperatur etwas niedriger ein und lassen es dann für 30 Minuten sanft köcheln. Es fängt an, fröhlich vor sich hin zu blubbern. Jetzt ist der Moment gekommen, die Temperatur ein bisschen runterzustellen und das Ganze 30 Minuten köcheln zu lassen, zwischendurch umzurühren. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, einen Deckel auf den Topf setzen, müsst ihr aber nicht, ich mache es auch nicht. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal in Ruhe den Tisch decken und eine Dose Mais sowie eine Dose Kidneybohnen abgießen lassen. Nach den 30 Minuten Kochen hat sich das Ganze optisch schon etwas verändert. Ihr könnt es jetzt entweder so lassen oder wenn ihr es ein bisschen dünner haben möchtet, noch 100 bis 200 Gramm passierte Tomaten zusätzlich reingeben. Außerdem kommt 1 Esslöffel Ketchup hinzu. Und jetzt die abgegossenen Dosen Kidneybohnen und Mais. Umrühren, den Herd ausstellen und dann kann schon serviert werden. Zum krönenden Abschluss darf etwas geräuchertes Paprikapulver nicht fehlen, entweder süß oder scharf. Und es kann drauf losgeschlemmt werden. Ich wünsche euch einen guten Appetit und bis zum nächsten Video. Tschüss!